Ey, der macht hier Lumos. Lumos. Gute Güte. Jemand hat mir im Unterricht einen Zettel mit Herzchen zugeschickt. Ich wurde ganz roh. Ich wollte dich nur mal Protego. Fragen, ob du noch einen Federkiel hast, den ich mir ausleihen könnte. Wenn jemand etwas nett sagt, dann nur, wenn er etwas von dir will. Hogwarts ist mein zweites Zuhause. Es irgendwann verlassen zu müssen, macht mich traurig. Gute Güte. Die große Treppe hat mich einmal zu oft in die Irre geführt. Ich gehe jetzt auf den Weg. Ich frage mich, wie wir in Blacks Büro kommen. Nicht, dass Lumos. Ich da rein will. Zumindest nicht, wenn er da ist. Ich mache meine Pause gern unten am See. Es ist ein Riesen. Lass es schmecken. Lumos! Die Muggelschule ist so langweilig im Vergleich zu Hogwarts. Zumindest glaube ich das. Ich war noch nie auf einer Muggelschule. Meinst du, es wurden schon alle Geheimgänge in Hogwarts gefunden? Würde mich gar nicht wundern, wenn mal hier und mal da neue auftauchen. Ja, mich auch nicht. Ey, du hast auch so einen Cut in den Augenbrauen. Nachmacher. Ey! Oh, Onkel, das klingt gar nicht nach dir. Das stimmt was nicht. Oh, hallo. Du bist also neu in Hufflepuff? Ich bin Adelaide. Freut mich sehr. Schön, dich kennenzulernen. Ist alles in Ordnung? Ja, ich bin nur etwas abgelenkt. Ein Brief von meinem Onkel. Aber erzähl mal, man hört ja so viele Gerüchte. Wurdest du wirklich fast von einem Drachen gefressen? Ja. Stimmt tatsächlich. Ein ungewöhnlicher erster Schultag. Wie furchtbar. Gut, dass du heil hier angekommen bist. Naja, aber du hast sicher noch viel zu tun. Ich wünsche dir einen wunderbaren ersten Tag. Geht es deinem Onkel gut? Wenn wir schon dabei sind, so? Bist du sicher, dass es deinem Onkel gut geht? Oh ja, er ist geschäftlich unterwegs, hat viel zu tun. Er war sicher in Eile, als er geschrieben hat. Kein Grund zur Sorge. Okay, freut mich sehr. Danke, Adelaide. Wir sehen uns. Natürlich. Und viel Glück. Danke. Oh, was geht denn hier? Da will ich hin. Arthur ist da. Alles gut. Oh, ich hatte immer Ärger. Hab keine Angst, kleines Kätzchen. Moin. Ich komme da nicht. Kommt, er ist da lang. Hoffentlich fangen Sie sie. Schüler verirren sich im Schloss. Und Katzen erst recht. Du findest dich sicherlich zurecht. Ich meine, anfangs kann es überwältigend sein. Manchmal verirre ich mich immer noch. Übrigens, willkommen bei Hufflepuff. Schön, dich bei uns im Haus zu haben. Ich bin Arthur. Danke. Freut mich auch. War das deine Katze? Nein, gehört einem Erstklässler, denke ich. Leider habe ich selbst keine Haustiere. Meine Mutter hält nicht viel von ihnen. Vor allem von magischen. Schade, magische Tierwesen sind wundervoll. Tut mir leid für dich. Wirklich. Ich finde magische Tierwesen einfach wundervoll. Das ist das Beste an Hogwarts. Niffler, Glumbumble, Bowtruckles. Davor dachte ich, sie wären alle nur Bilder in Büchern. Vater hat mal einen Knuddelmuff mitgebracht. Mutter war stinksauer. Jedenfalls sehe ich besser nach, ob die Erstklässler die Katze gefangen haben. Am ersten Tag sollten sie sich nicht verspäten. Hattest du mal ein Haustier? Hattest du schon mal ein Haustier, Arthur? Nein, meine Mutter ist Muggel. Und als der Knuddelmuff ihr die Zunge in die Nase gesteckt hat, musste er direkt zurück in den Laden. Ein Muggel, ah ja. Hat mich gefreut, Arthur. Ich hoffe, du findest die Katze. Danke. Pass auf, dass du dich nicht auch im Schloss verirrst. Ist der Hufflepuff-Neuzugang schon aufgestanden? Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Ich bin hier. Such du mal die Katze mit deiner Muggelfamilie. Ich hasse Muggel, ich hasse nicht Zauberer. Oh, ein Apfel. Was haben wir noch hier? Die Chill. Oh. Man kann ja jeglichen Scheiß essen. Und trinken. Da steht einfach noch so eine Tasse, weißt du, neben so einem Rest Apfel. Duff. Jo, lass mich hier, lass mich hoch hier. Nein! Mann. Moinsens. Gut
Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Holy. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Aber Kadabra, guck mal, der chillt hier einfach. Er hat alles gesehen. Na, wo chillt sie jetzt, ne? Moment, ich muss ja eben alles kaputt machen. Ja, Hogwarts, das wird teuer. Revelio. Lumos. Revelio. Ist ja. Jo, hä? Was kann ich denn hier machen? Hier steht irgendwas mit Schreiben. Darf ich wohl noch nicht. Da bin ich morgens auf Toilette. Oder beim Aufstehen. Können Sie Ihre Magie üben? Und sich genauer über die Zauberkunde informieren. So, entschuldigen Sie. Lumos. Dunkel hier, dunkel hier. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie! Moment, Moment. Das sieht mir hier ein bisschen zu sass aus. Hier könnte was hinter sein. Weg mit dir, du doofes Ding. Revelio. Okay. Ich komm ja, ich komm ja, ich komm ja. Nein, nein, Leute, was? Lumos. Oh, ein Apfel. Was ist das denn? Wirken Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Revelio. Oh. Handbuchseite sammeln. Eine Sammlung von Lieblingsrezepten der Schüler von Hogwarts über die Jahrhunderte. Einige Gerichte wie eingelegte Lenkpflaumen sind sicher gewöhnungsbedürftig. Die Sammlung soll einige von Helga Hufflepuff Eigenkreationen enthalten. Du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Ein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Handbuch-Herausforderungen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Handbuch öffnen. Das ist deine Zauberstufe, die durch Herausforderungen verdienten EP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseite aus, um fortzufahren. Raum der Wünsche. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge.
Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Der sah gefährlich aus. Das hat zum Beispiel eine Möglichkeit hier. Oh, Dragon Lord. Rollen. Das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Achso. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Du hast eine Flohflammen-Schnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, um in Not zu allen entdeckten Flohflammen zu reisen. God damn, was ist das für eine Karte? Hogwarts ist in zwei Hauptbereichen unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Wähle die Region die große Halle, um fortzufahren. Die große Halle. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flammen. Drücke Escape zur Karte zurückzukehren. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Wähle der Region Bibliotheksanbau, um fortzufahren. Das ist der Anbau hier, ja. Okay. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Nutze A und D, um die Karte zu drehen und begib dich per Schnellreise mit zu der Flohflamme in der Haupthalle. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Erzählen Sie mehr über die Zauberkunst. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Was ist die Verteidigung gegen die dunklen Künste? Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was ist denn mit Verteidigung gegen die hellen Künste? Das interessiert mich mehr. Was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Alles klar. Danke, Professor. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht.
Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja, in der Tat, oder das ist nicht der Fall? Das ist nicht der Fall. Die muss erstmal nichts wissen. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Fig hat fast dasselbe gesagt. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Fig, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ich werde der neue Voldemort. So. Was ist denn Tee? Oh, mehr Zauber. Ich kann Leute schweben lassen. Da sehe ich mich. Avada Kedavra. Kedavra, sorry. Avada Kedavra. Crucio. Genau. Unverzeihlicher Fluch. Imperio. Cool. Oh, ich werde die alle so wegfluchen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? In der Tat, Sir. Ich habe mein Bestes versucht, aber ich bin mir aber sicher, dass sie ahnt, dass wir ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Ja. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Okidoki, also Leertaste. Verfolge einen Auftrag mit linker Maustaste. Verteidigung gegen die dunklen Künste oder Zauberkunst. Astio kriege ich da. Leviosa. Wingardium Leviosa. Gib mir Astio.
Rechtsklick. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Okidoki. Verzauberter Kompass wirken. Da muss ich entlang, verstehe. Was schwebt da? Gib mir die Seite. Revelio. Revelio. Alter, wie viel ich hier aufgedeckt habe. Was ist denn das? Enthüllen? Öffnen? Ah, hier muss ich ein Rätsel machen. Gib mir die Seite. Das kannst du aber besser. Was? Muss ich quasi gucken, ist dann. Fünf Symbole. Und das hier hat mehr Symbole. Krieg ich das? Ich heb das auf! Mann. Keine Ahnung. Die Vase kann ich. Nett. Statue von Gregor der Kriecher. Diese Statue mit dem einschmeichelnden Grinsen stellt den Zauberer Gregor den Kriecher dar, der durch die Erfindung des Gregor-Zaubertranks berühmt wurde, wodurch derjenige, der ihn trinkt, glaubt, dass die Person, von der der Zaubertrank kam, sein bester Freund wäre. Mein Gott, was ein Satz. Hilfe. Wieder mal auf Abenteuertour? Dann Dank gesagt. Achso, das ist jetzt hier, kann ich dann schnell reisen, ne? Wo bin ich hier? Revelio. Revelio. Guten Tag. Stört ja kein wenig hier reingehen, ne? Memorandum von Aurobüro. Betreff Borgin und Borges. Bei Borgin und Borges kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten, insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu den, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Interessant. Revelio. Oh. Revelio. Ah, da vorne. Wollte gerade sagen, wo macht das denn hier Kling? Und eine neue Seite. Professor Sharps Aurorenabzeichen. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen. Insbesondere vor denen, die von der schwarzen Magie ausgehen. Dieses Aurorenabzeichen gehört Professor Sharp. Kaputt. Revelio. Lumos. Durch? Revelio. Allem Anschein nach nicht. Nett hier. Wo geht's denn hier unten hin? Kammer des Schreckens. Abgeschlossen. Revelio. Okay, hier geht gar nichts so. Hier komme ich nach oben, ne? Ja. Das nächste Mal schaue ich meine Eisen erweitert lieber direkt auf. Hat der Bitter mit mir gesprochen. Mach Platz, Junge. Ich gebe für dich hier keinen Morgen mehr.
Wer will Leo? Und noch eine Seite. Springbrunnen an der Haupthalle. Dieser verschnörkelte Springbrunnen besitzt filigran gearbeitete Statuen von Bewohnern der magischen Welt. Darunter die steinerne Sirene, die den Bodensockel umrandet. Mein Bruder hat da ist was drin. Ich weiß es einfach. Was ist hier los? Hallo, Lenora. Was siehst du dir da an? Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du etwas darüber herausgefunden? Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Revelio. Gibt es hier noch mehr solcher Gemälde? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Lumos. Komm bitte zu mir. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ich weiß, wo das ist. Hier unten. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Bring die Motte wieder zum Gemälde zurück, okay? Rein da mit dir. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Die interessiert das ja gar nicht. Das kannst du aber besser. Was? Eine Handbuchseite. Natürlich. Was geht hier? Revelio. Noch ein Schloss. Eine Truhe. Integrieren. Eine Sonnenschutzbrille. What? Nee, hab ich. Was ist denn das? Beiger Schal aus Naturwolle. Soll ich mir zum Schal? Ja, da sehe ich mich. Distinguierter Bernsteinumhang. Offensive 3. Keine Verbesserung angewandt. Aber besser als der hier. Guck dir das an. Hier mit so einer richtig spitzen Mütze. Fühle ich, feiere ich. Outfit. Da, warum nicht? Hatte ich gefühlt nichts geändert. Handschuhe, schwarze Lederhandschuhe, ja. Brauche ich. Harry Potter Brille, ne? Was ist das denn? Hell no. Eine Schiebermütze, jetzt sehe ich aus wie fucking Thomas Shelby. Nehme ich. Ich bin fucking Peaky Blinder. Warte, kann ich den Rohbau wegmachen? Mal kurz. What the fuck? Ich bin wirklich ein Peaky Blinder. Immer die. So, wo geht's hier hin? Revelio. Lumos. Revelio. So. Versuch mal einen Hippogreif zu reiten. Ach, da unten. Ich glaube, es ist ein Zeichen, wenn man. Holzkatze. Die hölzerne Statue bildet Pangure Donab, den furchtlosen Mäusejäger und hingebungsvollen Lerngefährten. Ich bin mal nach Ipswich und zurückgeflogen. Ah ja, interessant. Ein Ohr juckt.
Entschuldigung. Ich bin völlig weg von der Quest. Aber jetzt haben wir hier die ganzen Seiten ein. Geplättete Rüstung. Diese Rüstung gehört zur Skuggletorp, dem Achtlosen, der törichterweise einen Bergtreu zu einem Spiel Reisen nach Jerusalem herausforderte. Kaputter Besen. Dieser kaputte Besen gehörte Celine Watnaby und ist Gerüchten zufolge das einzige, was übrig blieb, nachdem sie darauf bestand, den anderen Drittklässlern ihre experimentelle lunare Apparierzauberkunst zu demonstrieren. Keiner weiß, ob sie Erfolg hatte. Oh, hier ist noch ein. Was haben Sie jetzt vor? Mich umgucken weiter. Rebellion. Ey. Ja, wird nicht gezuckt. Ein bisschen Sachen falsch. Guck mal, hier. In den jeder einmal rein möchte. Ja, genau, weißt du? Er hier. Das ist schon seit 1000 Jahren so. Sagt zumindest Garlic. Er ist 12, Alter, und hat die Stimme von der 18-Jährigen, 19. Ist klar. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe komplett die Übersicht verloren, wo ich hin muss. Also ich weiß, ich kann der Map folgen. Aber ich will gerade einfach nicht hochklingen. Ach da. Auf diesen Buntglasfenstern sind Merlin, die vier Gründer von Hogwarts, sowie verschiedene andere Hexen und Zauberer ihrer Zeit zu sehen. Merlin. WC. Er ist ein WC. Sagt mir gerade nichts. Slytherin. Müsste das hier Gryffindor sein? Das zwischen Hufflepuff und das die anderen, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Los Stufe 1. Okay, ein bisschen laggy das Game. Ach komm, wir gehen da oben. Ich hab. Rebellion. Ich höre zwar Klingen, aber ich sehe kein Klingen. Oh, guck mal hier. Lumos. Keine Ahnung, wo das sein soll. Rebellion. Lumos. Kann das Bild nicht ändern. Wo bin ich jetzt hier? Schloss. Aha. Da unten. Froschchor. Hier sitzen die schleimigen und doch melodischen Fröcher, die den Froschchor von Hogwarts bilden. Diese magischen Amphibien singen harmonisch mit 6 Stimmen und treffen den Ton der dabei besser als die meisten Menschen. Also, und sie treffen den Ton dabei besser als die meisten Menschen. Rebellion. Lumos. Mach dich auf. Dann nehme ich die mit. Stilvoll, zwangslose Schuluniform. So bin ich. Rebellion. Kobold-Artefakt. Hörner wie diese wurden von Kobolden während des Koboldaufstandes von 1612 verwendet, um Truppen zu sammeln und den Hexen und Zauberern mächtig auf die Nerven zu gehen. Dieses Horn wurde nach dem Ende der Rebellion hinter dem Wirtshaus Eberkopf gefunden, vollgestopft mit Gorgonzola-Stücken, vermutlich um es zu dämpfen. So, dann gehen wir mal. Ach, guck mal hier, die Glocken nehmen wir auch noch mit. Rebellion.
Die Glocken der drei Schwestern. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht in Argyllshire erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Also hier geradeaus durch. Sprinten wir mal dahin. Der hat sich da richtig einen am Absingen. Hier soll eine Truhe sein. Ach, da ist die Raven. Ravens. Everlight. Raven Everlight. Jo, ich habe den Rätsel gelöst. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Das sage ich nicht. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Was habe ich da bekommen? Kunstblaues Gewand. Was ist los? Warte, ich bin schon hier bei den Herausforderungen, ne? Abholen, abholen. Kann ich noch nicht abholen? Muss erstmal das ganze Menü hier verstehen. Das sind meine Aufgabenquests. Inventar. Ein Denkschrift vom Zauberministerium über Borgen im Burg Hess. Ach, das ist mein Escape. Hier Einstellungen und sowas. Oh, speichern kann ich schaden. Ja, überschreiben. Ausrüstung. Fünf Verteidigung. Oha, oha! Umhang der dunklen Künste. Ein Umhang für jene, die nach großer Macht dürsten. Koste es, was es wolle. Na, da sehe ich mich. Wobei das auch sehr cool aussieht. Aber hier. Ein Umhang mit dunkler Macht. Mal eben kurz hier aufstellen. Was machen die anderen beiden hier? Ja, ist einfach aus wie Shakespeare. Okay. Es ist wirklich Shelby. Genau so. Ich. Komplett von der dunklen Macht. Und jetzt bin ich Pirat. Oder Russe. Kork, die Viasa, wo? Kurva. Ah, ne, das war Polen. So. Ich jetzt die Brille nehme. Ich bin einfach fucking Dingsherumster. Einer aus dem, Eulenclan wie hieß das Spiel? Gotham Knights. Habe ich für Schäle. Lass meine weg. So, stört ja keinen, wenn ich damit rumlaufe, ne? Mit den Sachen der dunklen Künste. Wäre jetzt geil, wenn alles. Sorry. Ich muss in die Eule rein. Wenn die ganze Map so rot geworden wäre, weißt du? Alle direkt so. Alter, ja, von dunklen Künsten her.
Hier will ich hin. Achso. Revelio. Okay. Beachte mein Outfit gar nicht, Leute. Das muss oder das ist Standard. Eine Tür. Ah, bestimmt oben, ne? Ja. Ein Schloss. Revelio. Hier, ein Fenster. Manchmal gar nicht so ersichtlich auf den ersten Blick. Fenster mit einem schlangenartigen Tierwesen. Auch wenn Slytherins gerne glauben, dass das Fenster ein Tribut an den Gründer ihres Hauses ist, ist es tatsächlich ein schlangenartiges Tierwesen, das sich um einen Baum windet, der aus dem Mund des legendären grünen Mannes wächst. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Revelio. Ich bin schon auf dem Weg zum Unterricht. Bin auf dem Weg. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh. Ah, der Kollege hat ein paar Probleme. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin so vorzukommen. Oh. Was? Oh, erstmal richtig schön schiffen gewesen. Revelio. Ist das hier bei den Weibern? Hallo? Sehen Sie sich nur Ihr Haar an, Ihre Haut. Was Sie auch tun, alle werden Ihr Geheimnis wollen. Lumos. Revelio. Ich kann nichts machen bei dem Spiegel, außer dagegen zu schießen. Noch ein höher. Boah. So viele Treppen tagtäglich. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende. So, Moss. Manche von uns wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Warum sagst du das? Und Revelio. Für den Kobolden beim Aufstand. Werwölfe, wart ihr dabei? Beim Koboldaufstand von 1750 und 2? Und am Ende war dann Albert Booth der Zaubereiminister. Ah, wie lustig. Ich bleib doch ein Moment. Ein Hoch auf den Jungen, der dich lügt. Ich sag die Wahrheit, Peeves. Es war Albert Booth. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Ein Kampf. Wie mutig und keck. War der Minister ein Boot oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Sie nennt's Boot, er nennt's Fleck. Es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Herr Festus Gore. Boot und Fleck. Ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. Oha. Wow. Dumm, ich weiß. Stolz, dummer Stolz. Oh. Hallo. Ignoriert den dunklen Künstlermantel bitte, ja? Revelio. Ja. Er ist ein braves Mädchen. Ja, du bist eine Feine. Ja, du bist eine Feine. Ja, du bist eine Feine. Ja, fein. Ja, ja, ich komm noch ein drittes Mal. Ja, fein. Ja, fein. Ja, fein. So ein braves Mädchen. Ja, komm, einmal. Ja, so ein fein. So ein fein. Oh, wir können das! Oh! Warte, nein, stopp! Natürlich alles verändert. So. Geschichte doch aus. Jetzt habe ich mich bei dir entschuldigt.
Jetzt geht's in die Klasse. Moin! Bin der Neue. Thomas Shelby nennt man mich. Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Fuck. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du deinen Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ah, ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Hm. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Mein Freund, ich hatte die Bücher noch gar nicht. Was soll denn das? So, Asio. Akio, mein ich doch. Sag ich doch. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Oh, der fucking Happy Hobby Harry Potter hinten rechts im Hintergrund. Digga. Geil. Also es hat sie unsere, wie nennt man das, Nebenfreundin, Nebenperson, Nebencharakter. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja. Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Na klar. Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Akio, nun stellen Sie es sich wie eine... Ausgezeichnet. Das sieht den Besten von Ah, okay. Sehr gut. Bleibt uns doch der 50. Wunderbar. No! Jetzt nicht die Fassung verlieren. Fuck. Sehr gut. Punkte für Hufflepuff. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onei, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ey, das ist voll unfair. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onei, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Na dann los.
Okay, die darf als erstes. Jetzt ich, ne? Kann ich die auch runterkicken? Verkackt. Pass auf, ich hole jetzt meinen hier, das ist. Und hau ihn runter. Wenn es verkackt, dann habe ich immer noch einen. Hallo? Akio. 2,50 €? Sehr beeindruckend. Konzentration. Shit. Ja, genau. Fall runter. Genau so wird das gemacht. Okay, ich muss hier hin. Ist ja 50, 50? Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. Akio-Duell Gleichstand. Ja, I take it. Ich hatte gehofft, dass ich ihn runterklatschen kann, aber... Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na dann los! Raus mit dem Ball! Okay, pass auf. Standardunterricht, nicht wahr? Nein! Nicht, dass es mich stört. Ich würde eigentlich eher den Ball mit runterkicken, aber... Alter, wo machst du denn die Kacke hin? Stopp, 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 stopp! Ich hab doch schon hier gebremst! Runter damit! Okay. It's my time to shine. Stopp, stopp! Dann habe ich 10 Punkte mehr! Let's go! Easy peasy. Aber wir können da sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Easy. Nicht mal angestrengt. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Ich werde mich behaupten, keine Sorge. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Wie groß ist Ouagadou? Ouagadou? Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Wie sieht Ouagadou aus? Ouagadou. Erinnert mich ein bisschen an Willem. Defo! Ouagadou. Defo! Ouagadou. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen.
Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Ist Magie auf Wagadu leicht? Gleich meine ich, nicht leicht. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Wagadu genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Wagadu. Die Magie ist sicher schwerer. Zauber ohne Zauberstab sind bestimmt wesentlich schwächer als die mit einem Zauberstab. Also schwächer, ich dachte. Nein, ganz und gar nicht. Ohne Zauberstäbe gewirkte Magie ist genauso mächtig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Vielen Dank dafür. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Wagadu, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Würde ich nicht, aber du hast mich voll gequatscht, bis zum Gehen nicht mehr. Kannst du Accio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Accio, soll den Zauber auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Bei Menschen funktioniert er nicht. Oh nein, Harry Potter will auch mit mir reden. Und hier Hobby Hermine. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog das Schwert. Das war etwas gefährlich. Hätte ihr mir lieber auch nicht beigebracht. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Junge, das ist Harry Potter von AliExpress. Auf ein Wort, bitte. Revelio. Was ist das denn? Ach, eine Kiste. Wo machst du die Klingen? Keine Ahnung. Was ist los? Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Alles klar. Erstklassig. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Samantha Dale. Moin. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Wie sauer der war. Guck, mein Charakter, liebe ich. Immer so. Alter, was will die denn von mir? Der Unterricht war nicht allzu anspruchsvoll. Ach komm, wir sind der Rizman. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Na toll, ich dachte, der sagt jetzt, das ist nett von dir. Der sagt ja einfach nur Anfängerglück. Was für Anfängerglück? Natürlich wusste ich, dass ich die Scheiße rocken werde. Woher wissen Eulen eigentlich? Na, du kleines Ding. Ja, hallo. Ich werde bald die dunkle Künste lernen und dann werde ich alle abschlagen. Robusta Fedora. Was haben wir denn hier oben? Oh, elend viele Treppen. Geht denn hier ab? Guten Tag. Das Wandgemälde der Oger.
Wandteppich von Barnabas der Bekloppte. Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberers Barnabas der Bekloppte dar, Trolle für das Ballett auszubilden. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. The fuck? Das Aussehen. Ganz oben krieg ich sogar ein Ding herum, so ein Schnellreisepoint. I'll take it. I'll want it. Und drehen. Und drehen. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Achso, das ist das Bild, das wieder gelabert hat. Meine liebste Satyavati. Du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel. Wohlgemerkt, soweit ich weiß und vorgeschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was wir mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch nicht spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Yantare Mantare. Später in diesem Jahr. Es wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Suhurita. Revelio. Natürlich, dass die alle überall rumlaufen dürfen. Ah. Nee. Ich dachte, die könnt ihr irgendwann umschmeißen, kaputt machen. Ich bin auf Abenteuertour, bis zum Gehen nicht mehr. Aber ein noch größeres Abenteuer erwartet uns in der nächsten Folge. Hier ist ein guter Ort zum Abschließen machen. Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Hogwarts Legacy sehen wollt, abonniert gerne rein. Morgen geht's weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Hogwarts Legacy, wenn wir uns neue Zauber aneignen und wahrscheinlich mehr zum Schlechten als zum Rechten gehen. Danke fürs Zuschauen. Kuss an alle. Wenn ihr nichts verpassen wollt, checkt gerne Twitch, TikTok, YouTube, TikTok, Instagram, alles aus, alles Tattooty. Gerne Like da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Ansonsten Kuss an alle, die eingeschaltet haben. Macht's nicht gut, macht besser, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.